Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind alle übertrieben gehypt auf den DLC, der hoffentlich bald erscheinen wird. Wir wissen natürlich noch nicht, wann er kommt. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, checkt das auf jeden Fall mal hier oben ab, dass es wahrscheinlich Q3 sein wird, also irgendwo Herbst. Und ihr habt am Titel schon gesehen, es soll heute darum gehen, was ihr am besten schon mal vorbereiten solltet, damit ihr beim DLC direkt durchstarten könnt. Und dann würde ich auch direkt hier mal ins Inventar gehen und euch schon mal das Wichtigste von allem sagen. Und das sind diese uralten Drachenspiegelsteine. Ich habe jetzt gerade 5 dunkle und ich habe 6 normale. Mehr konnte ich leider in diesem Spieldurchlauf nicht bekommen. Und ich habe auch nicht so viel Lust, nochmal ein neues NG Plus zu starten, weil ich schon NG Plus 8 bin. Und einige Bosse, da kommen wir später noch drauf zurück, sind echt hart, weil ich auch nicht unbedingt der beste Elden Ring Spieler bin. Doch, eigentlich schon. Nein, Quatsch. Die solltet ihr euch auf jeden Fall holen. Ich werde euch unten mal vom Fextra Live die Seite reinpacken, wo ihr seht, wo ihr alle uralten Drachensteine bekommen könnt. Es sind 3 Stück in Farumazula, 3 Stück in Haligtree. Also ihr könnt pro Durchlauf, glaube ich, jeweils 10 bis 13 Stück bekommen. Solltet ihr auf jeden Fall machen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt oder da gerade nicht so viele von habt, würde ich die auf jeden Fall einmal sammeln. Als nächstes, ganz, ganz wichtig, macht, dass eure Karte komplett aufgedeckt ist. Also, das bedeutet, am besten, ihr seid schon in Farum Azula, habt aber noch nicht Malikes besiegt, weil ihr dann die Aschen der Hauptstadt habt. Und dann könnte es sein, dass ihr euch ein paar Sachen verbaut. Ich habe das leider schon und ich hoffe, das ist nicht so schlimm, dass ich schon die Aschen der Hauptstadt habe. Weil, stellt euch vor, ich muss irgendein Item in der Hauptstadt holen und kann das jetzt nicht mehr machen, weil die Hauptstadt schon in Asche liegt. Hoffe mal, dass es nicht so ist. Ansonsten ganz wichtig, ihr müsst den Halligbaum haben, ihr müsst den Untergrund haben, ihr müsst hier bei Mogwins Palast sein und die jeweiligen Questlines abschließen, beziehungsweise schon durchhaben. Im Genauen ist das einmal die Questline von Vare bzw. Mogwin. Wieso? Ich gehe davon aus, dass man mit einem bestimmten Item hier im Mogwins Palast die Hand von Mikella berührt und dann ins DLC kommt von Mikella. Wenn ihr da wissen wollt, wie ihr hier hinkommt, würde ich euch empfehlen, hier oben einmal das Video anzuklicken. Ich habe schon für alle möglichen Questlines Guides gemacht, da einfach mal auf YouTube bei mir durchklicken in der Playlist. Hier die wahre Questline habe ich einmal komplett erklärt, da wisst ihr genau, wie ihr hier hinkommt, falls ihr neu im Elden Ring Universum sein solltet. Als nächstes, ganz wichtig, habe ich gerade gesagt, der Halligbaum. Auch hier wichtig, dass ihr tatsächlich auch Malenia gelegt habt. Noch besser wäre sogar die Millicent-Questline komplett durchzumachen. Auch hier wieder oben das Video verlinkt. Falls ich das Verlinken vergessen habe, checkt die Playlist ab von Elden Ring. Da ist das drin. Einmal Millicent eingeben, dann habt ihr die Questline da. Weil am Ende kriegt ihr eine Goldnadel. Die Goldnadel könnt ihr hier eingeben. Und dann kriegt ihr anstatt die Goldnadel, habt ihr dann Mikellas Nadel. Eine der reinen Goldnadel, die Mikella zum Schutz gegen die Einmischung fremder Gottheiten erschuf. Damit könnt ihr ja die 3 Finger rasende Flamme von euch entfernen. Falls ihr das nämlich habt, müsst ihr das auf jeden Fall machen. Obwohl, weiß ich nicht, ob das wichtig ist fürs DLC, aber jedenfalls solltet ihr mal Linie gelegt haben. Und das war schwierig für mich. Ich habe es nur im Multiplayer geschafft, Solo keine Chance. Das solltet ihr auf jeden Fall gemacht haben. Wie gesagt, Millicent Questline wäre sogar noch besser. Da kommen wir direkt auch zum nächsten. Denn ihr solltet Zugang haben zum Drachenfürst Placidusax. Wenn ihr da den Weg nicht kennt, boah, weiß ich nicht, ob ich den schon mal gezeigt habe. Hier solltet ihr auf jeden Fall hinkommen können. Am besten auch besiegen, damit ihr hier Zugang zu habt. Weil hier kann man Mikellas Nadel einsetzen, wenn man im rasenden Flammen, weiß nicht, ob es ein Covenant ist, aber wenn ihr da drin schon gefangen seid, damit ihr keinen neuen Spieldurchlauf starten müsst. Die könnt ihr nämlich nur hier einsetzen. Und wer weiß, vielleicht muss man die Nadel auch hier einsetzen, um ins DLC zu kommen. Wir wissen es ja nicht.
Wir wissen nur, dass es sehr, sehr wahrscheinlich was mit Mikella zu tun hat und mit der Millicent Questline. Deswegen hierzu auch schon mal Zugang verschaffen. Wie gesagt, wahre Questline, Millicent Questline. Zusätzlich, wie gesagt, am besten alles schon mal durchspielen. Rani Questline habe ich auch komplett gemacht. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, hier oben zum Mondlichtaltar Zugang zu haben. Würde ich mir auf jeden Fall verschaffen. Ja, Jaren Questline habe ich auch gemacht. Also Rykard, das steht bei mir noch bevor. Rykard würde ich auf jeden Fall auch machen, weil das Ende von Rykard ist auch so ein bisschen komisch. Die Herrin ist ja Rykard und ist ja auf einmal weg. Man kriegt ein Item, womit man nichts mehr machen kann. Könnte also auch sein, dass man da vielleicht irgendwie über Umwege, ich weiß nicht, wie die verflochten sind, die Questlines, aber dass da vielleicht weitergeht. Ansonsten einfach mal die komplette Karte abdecken. Holt euch so viele Gnaden wie möglich, damit ihr überall hinkommt. Macht alle Questlines so viel wie möglich. Wir wissen nicht, was man dann braucht und was man nicht braucht. Holt euch alle wichtigen Items, im Speziellen die Items für Mog. Hier blasphemische Clown, Mogs Kette, Margits Kette, Schleier des Imitators, Mal, Baby Kopf des jungen Ahnengeistes. Holt euch diese ganzen Items, wir wissen nicht, was wir genau brauchen, damit ihr das, wenn das DLC rauskommt, sofort durchstarten könnt und diese Items nicht mehr holen müsst. Dann empfehle ich euch, wenn ihr schon NG plus 2, 3, 4, 5 seid, farmt ein paar Level, weil ihr wollt die neuen Items ja benutzen. Ich habe jetzt hier versucht, so gleichmäßig die Level zu verteilen wie möglich. 60 Kraft, 60 Kondition, danach kommt ein Hardcap, deswegen macht da auf jeden Fall nicht mehr Level. 55 Stärke, 55 Geschick, 60 Weisheit, weil es wird bestimmt neue Zauber geben. Glaube, muss bei mir noch ein bisschen hochkommen. Also 20, 30 Level hätte ich gerne noch. Nochmal 10 auf Glaube, 10 auf Arkan wäre, glaube ich, ganz gut. Wenn ihr nicht wisst, wie man schnell levelt, dafür geht ihr einfach hier zu der Palastallee bei Mox Palast. Nehmt die Waffe vom Eldenbeast. Heiliges Reliktschwert, am besten plus 9. Lauft hier vorne hin, drückt einmal L2. Besiegt hier die ganzen Gegner und so bekommt ihr mit dem Goldskarabäus um die 70.000, 80.000, je nachdem welches NG Plus ihr seid. Und farmt auf jeden Fall ein paar Level. Es muss nicht unbedingt Level 300 sein, so wie ich es hier bin. Ich denke 200 reicht auch schon so, dass ihr alles gleichmäßig verteilt habt und die neuen Waffen und Zauber sofort einsetzen könnt. Und natürlich dann auch mit den Drachensteinen aufs maximale Level ziehen könnt. Noch eine Sache, die ich gemacht habe. Ich habe mir Zugang zu allen heiligen Türmen verschafft. Heiliger Turm von Limgrave. Heiliger Turm von Kaelid. Heiliger Turm, isolierter Heiliger Turm. Heiliger Turm von Ostaltos. Und Heiliger Turm von Lyunia. Und Heiliger Turm von Westaltos Tor. Ganz kurz, wie er da hinkommt. Westaltos Tor durch versiegelter Tunnel. Heiliger Turm von Ostaltos, nachdem ihr den Boss hier besiegt habt und Zugang zum Schneegebiet habt, könnt ihr hier langlaufen, die Zwillinge besiegen, dann kommt ihr hier hin. Isolierter Heiliger Turm, da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Hier der Schnelldurchlauf. Ihr müsst hier unten zum Turm der Rückkehr, dort durchs Portal. Dann werdet ihr in die Hauptstadt teleportiert, hier zur Götterbrücke. Und dann habt ihr hier auf der linken Seite ein Teleporter, den müsst ihr benutzen und dann kommt ihr zum isolierten Turm. Heiliger Turm von Kaelid, da könnt ihr einfach hinspringen und dann müsst ihr nach oben. Unten im Keller habt ihr einen Götterskalpen, oben geht's zur großen Rune. Muss ich gerade selber erstmal gucken, wie das nochmal hieß. Heiliger Turm von Limgrave, ganz einfach, wenn ihr in Schlossschleier seid, einfach rechts halten. Hier am Ende der Brücke gibt es einen Teleporter, der führt euch dorthin. Und dann hier Heiliger Turm für Lyunia. Dafür müsst ihr die Rani-Questline, ich verlinke sie euch hier oben, zieht euch die ganzen Guides rein, die ich gemacht habe, ein bisschen durchspielen und dann kommt ihr automatisch zum Heiligen Turm von Lyunia. Das würde ich auf jeden Fall auch machen, um euch die ganzen großen Runen zu besorgen. Und dann natürlich Radan besiegen, Ranella besiegen,
Margit, Morgoth, dem Feuerriesen, Malenia, alle Demigods und Götter besiegen. Godric könnt ihr ja nur besiegen, wenn ihr die Aschner-Hauptstadt habt. Und ansonsten, Rijkaard, wie gesagt, muss ich noch machen. Aber ich glaube, das sollte es gewesen sein. Ich überlege nochmal ganz kurz, falls mir noch was einfällt. Mir fällt soweit nichts mehr ein, tatsächlich. Wenn euch noch was einfällt, was man auf jeden Fall vorher noch erledigen sollte, damit man sofort durchstarten kann, schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich würde mich natürlich sehr über ein Follow freuen. Alles Weitere, was wir an Informationen bekommen zum DLC, werde ich hier natürlich mit euch teilen. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.